Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, eine Welt. Ihr seht, ich bin im Highspeed gerade dabei, hier alles zu düngen. Ich vernachlässige das Düngen hier so ein bisschen generell während der Aufnahme, weil das nicht so spannend für euch ist. Aber ich habe das Gefühl, dass eben in der Dünge, dass die Felder weniger austrocknen. Was schwer ist, da es ein Reisfeld ist. Ich sage einfach, die Pflanzen gehen nicht ein. Ich glaube, das ist so korrekt ausgedrückt. Wir schauen einfach mal so. Geh ich durch? Geh ich nicht durch? Nee, komm. Wir gehen jetzt mal. Ich mache jetzt noch die eine Reihe hier ganz kurz mit Dünger. Und dann gehen wir mal zur lieben Sana, denn die sollen wir mal abends treffen. Die hat dann wohl was Lustiges für uns. Was mache ich denn hier? Kreuz und quer. So, wir möchten uns was Tolles zeigen. Wir gucken mal. Ich kratze mir die Nase. Los geht's. Wir schauen einfach mal. Ab rüber. Hoffentlich bin ich nicht zu spät oder so. Wir gucken einfach mal. Ach, da ist ein Ausrufezeichen. Sana, was möchtest du uns zeigen? Was gibt es denn hier Schönes? Ist hier nicht was? Jetzt. Sehr schön. Sag mal, Yumi, warum können wir diesen alten Mann nur nachts treffen? Ach, verstehe. Das ist etwas komplizierter und du hast gerade nicht die Zeit, es mir zu erklären. Alles klar. Solange ich nur das Rezept für Sushi erfahre, bin ich ein richtig kleiner Panda. Ein glücklicher kleiner Panda. Ein glücklicher kleiner Panda? Ein Glück, dass Aihina so pflegeleicht ist. Aber wie wird sie wohl auf Geister reagieren? Entschuldigung, Yumi. Wer ist bitte diese Frau? Aihina? Ah, dann kann sie also unser Sushi-Rätsel lösen? Oh, Aihina kann offenbar Sana sehen. Allerdings, Kleiner. Aihina kann Sana sehen. Und ich war mir auch sicher, dass jemand, der nicht von dieser Insel stammt, mich sehen kann. Offenbar bist du etwas Besonderes, Yumi. Achso, also kann sie nicht sehen. Ich bin gerade verwirrt. Sie kann sie nicht sehen. Jetzt tauchen die alle auf. Okay. Also das ist komisch. Auf Wagashi wimmelt es nur so von Geistern. Wahrscheinlich nennt man es deshalb die verfluchte Insel. Nein, ich habe kein... Doch, sie könnte doch sehen. Was? Ich habe kein bisschen Angst. Ich will nur schnell herausfinden, was dieses Sushi ist. Meine Güte, sie ist ja unerschütterlich. Ich mag sie jetzt schon. Ja, Aihina ist wirklich anders. Dann kann sie zwar die Geister sehen, aber nicht die weggezauberte Sana. Okay, also kann Aihina Sana nicht sehen, aber den Rest. Okay. Ich wusste es. Weggezaubert zu werden ist etwas Besonderes. Sprich, nachts... Wer will mit euch einreden? Ich bin all eure Freunde. Ich will... Was ist denn jetzt hier los? Hi. Verstehe, verstehe. Und wie bekommt man den Fisch in so dünne Scheiben? Also, das ist ganz einfach. Man nimmt sein Messer und schnibbelt ihn so zurecht. Etwa so dick, glaube ich. Nimmt man dafür irgendeinen speziellen Fisch? Ich glaube, man muss einen speziellen Fisch nehmen. Ach, welchen bloß nochmal? Einen roten oder einen weißen? Ich glaube, es geht beides. Aber mein bestes Sushi habe ich mal mit Endo in... Alles klar. Dann schneiden wir zuerst rohen Weißfisch in kleine Scheiben. Und der Reis? Unglaublich. Der alte Mann, was der alte Mann alles weiß. Aihina ist genial. Sie ist wirklich sehr wortgewandt. Okidoki. Ich glaube, das war's. Ich habe das Sushi-Rezept jetzt gelernt. Juhu. Und ich freue mich, dass du dich freust, Yumi. Endlich wissen wir, was Sushi ist. Also gut. Dann brauchen wir jetzt Reis und einen Fisch namens Seebrasse. Vielleicht sollten wir andere Geister fragen, wo wir die Zutaten herbekommen. Oh, eine Sekunde bitte. Was macht sie denn jetzt? Vielen Dank, dass du mir das beigebracht hast, wie man Sushi zubereitet. Dieses Getränk heißt Kaffee. Kaffee. Das ist mein Geschenk an dich. Oh, ein Geschenk? Ach, Aihina, du bist einfach viel zu nett. Oha, der ist aber bitter. Puh, da wird man ja sofort wach. Schön, dass er dir schmeckt. Also gut, wollen wir dann mal rumfragen? Ah, du kannst jederzeit meine Küche benutzen. Wenn wir die Zutaten beisammen haben, sollten wir zu Shogun und Sana gehen.
Okay, ich spreche mit den Geistern. Genau, das sind das noch einsammeln. Was haben wir hier? Reis! Perfekt, passt ja. Das ist die Mauer des Schlosses Kukemomo. Das Schloss ist vor langer Zeit abgebrannt, aber Schauken schützt es noch immer. Gut, dann gucken wir mal, was sagen denn die anderen Geister so? Hey! Du brauchst eine Seeprasse? Die musst du im Meer oder am Ufer fangen. Beißt bestimmt sofort an. Okay. Kyoto nervt ganz schön. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht allzu sehr. Das ist die ganze Zeit am Betteln. Ein bisschen anstrengend, so eine Folge in Ruhe aufzunehmen. Für den Reis musst du Weizen in feuchte Erde einpflanzen. Der verwandelt sich dann in Reis. Für Reis musst du Weizen in feuchte Erde einpflanzen. Der verwandelt sich dann in Reis? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, meine Windstocker, Geistefrau. Echt unglaublich, nicht wahr? Weizen wird zu Reis? Da wir jetzt wissen, wie es geht, werden wir schon klarkommen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. I doubt. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Nein, 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 nein. Ich war fern meiner Heimat. Niemand ist hier. Warum ist das ein Ausrufezeichen? Was heißt das? Was soll ich machen? Schau dir die Feldfrüchte an. Nee, sammle Sushi-Zutaten. Eine rote Seeprasse bringe es zu. Okay, ich brauche eine rote Seeprasse. Die sollte ich eventuell versuchen zu angeln. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Das war schon, auch schon sehr spät, ne? Die Frage ist, ob überhaupt die Uhrzeit hier so etwas anbeißt. Wir probieren es einfach mal aus. Ich gehe mal schön auf den Steg. Bist du? Jetzt gerade nicht. Okay, dann ist er auf den Steg. Dann vielleicht. Ich angle jetzt hier einfach. Wir gucken mal, was passiert. Da ist jedenfalls ein Fisch. Und da ist auch noch einer. Okay. Ein Dorsch. Ein Dorsch ist keine Seeprasse. Eventuell muss ich sie offscreen versuchen zu finden. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach noch ein paar Mal. So viel ist, ich sehe in der Ansicht, sieht es auch gar nicht, ob da irgendwie Fische sind. Wir warten einfach. Da ist einer. Der ist ganz schön böse. Ist wieder ein Dorsch, oder? Wieder ein Dorsch. Vielleicht soll ich es morgen früh mal probieren. Vielleicht beißen morgen CC-Prassen besser? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Da gibt es ja auch. Ich denke schon, dass man die Fische gegebenenfalls hier fängt. Kann ich mir vorstellen. Wir probieren es einfach morgen mal aus. Ich lege mich erstmal hin. Hoffe, dass das Spiel richtig schnell genug lädt. So, ich kann auch nochmal hier ganz kurz gucken. Ich würde gerne auch nochmal hier kurz mit Dünger durchgehen, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass hier ein bisschen was eingehen könnte. Ich bitte das zu entschuldigen. Und dann gucken wir, ob wir morgen eine krasse Seeprasse finden können, die uns beprasst. Während Kyoto die ganze Zeit hin und her läuft und macht. Das ist eine kleine Nervensäge. Kyoto, ab. Nein. Tu nicht so. Er macht das immer. Das geht nicht, warum es er muss. Das war auch so unangenehm im Livestream. Immer alle sagen so, der arme Hund, geh mit dem doch raus. Nee, der bettelt nur. Das ist einfach nur Bettelverhalten. Der muss nicht raus. Das ist so schlimm. So. Ich weiß nicht, wie genau ich jetzt sein muss. Während des Livestreams denke ich mir so, okay. Livestream sage ich schon. Während der Aufnahme denke ich mir so, okay. Müsste jetzt nicht so dringend zugucken, wie ich eigentlich hier alles dünge. Ich glaube, ich bin jetzt eh mit allem durch. Es geht zum Glück halbwegs schnell, sag ich mal. Die habe ich schon. Gehen wir nochmal hier hoch. Sorry! Ich hörte nicht, dass irgendwas eingeht. Das soll alles hier überleben. Ich gebe mir so viel Mühe. Okay, gut. Dann ab ins Bett mit uns. Mal gucken, wie die Welt morgen aussieht. Theoretisch kann ich mich auch aufs Sofa legen. Das können wir eigentlich auch mal ausprobieren. Schlafen.
Der süße kleine Hund da rumbettelt. Wir ignorieren ihn weiter. Oder auch nicht. Oh, was gibt's jetzt denn? Hallo. Endlich ist es an der Zeit für das Reitturnier. Weißt du noch, worum es bei dem Turnier geht? Ja, das weiß ich noch. Ja, wie es aussieht, bist du bereit, loszureiten. Also, Trab herüber und mach uns alle stolz. Aha. Heute ist ein Reitturnier. Und ich wusste nichts davon. Bitte entschuldige die Störung, Emilia, aber ich muss dir schon mal einen Gefallen. Bitte, wenn du mir bitte mal zwei Silber besuchst. Wir wollen immer so krasse Sachen haben. So, jo, gib mal Silber her. Oder, Smaragde. Ja, die sind schon ganz schön anspruchsvoll. Würde ich schon was behaupten. So, ich versuche es nochmal in der Prasse. Brauchte ich eine Prasse? Irgend sowas. Ich versuche mal nochmal den Fisch zu fangen, den ich brauchte. Und wir können auch mal an einem Reitturnier teilnehmen. Mit Beck. Wir schauen einfach mal. So, normaler Köter. Wir versuchen mal, wir ziehen mal so zwei, drei Fische raus und dann auf zum Reitturnier. Ich weiß gar nicht, wann das losgeht. Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht eine bessere Uhrzeit ist zum Angeln jedenfalls. Wenn denn ein Fisch anbeißen würde. Da. Was bist du für einer? Oh. Pfeilhecht. Na gut, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Gut, vielleicht kommt doch noch ein anderer Fisch. Zur Not, Google. Please. Oh, das sieht gut aus. Rote Seeprasse. Juhu, wir haben es geschafft. Wir haben den Fisch. So, aber trotzdem gehe ich jetzt mal nach Callison. Denn dort ist eventuell heute ja der Reitwettbewerb. Ich hoffe, ich denke, ich gehe davon aus. Also muss ich aber noch ein bisschen Grasherz sammeln. Ihr wisst aus bekannten Gründen. Bin ich da gerade nicht so gut futtermäßig aufgestellt. Ah, Tiere füttern und ums Feld kümmern muss ich mich eigentlich auch noch. Aber hey, wenn wir einmal in der Aufnahme sind, kann ich ja eventuell dann nochmal an einem Reitfest teilnehmen. Ich weiß gar nicht genau wie, wo, wann, was. Das Reitturnier ist auf jeden Fall. Nur weiß ich nicht, wie man hinkommt. Wir gucken mal. Also wie. Ist hier irgendwie was? Ist das hier irgendwo? Wo ist denn das? Wo muss ich denn hin? Gibt es noch ein paar Infos dazu? Mensch, ich rede mal mit ihm. Weißt du was? Du interessierst dich also auch für Malerei. Hier steht nichts von einem Reitturnier. Das ist Kampf der Giganten. Wo ist denn hier? Ich bin verwirrt. Hier ist das Reitturnier. Warum nervt der mich denn jetzt hier mit dem... Was? Ich bin verwirrt. Warum wurde ich denn jetzt auf das Reitturnier ange... Habe ich irgendwas verpasst? Das war strange. Okay. Ich gehe mal zur Schaugen. Ich bringe einfach mal die rote Prasse. Whatever. Gucken mal. Hoffentlich gefällt es ihm. Lo, 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 lo. Oh, was ist denn da oben? Sorry, ich bin immer so leicht abzulenken. I'm sorry. Reissamen. Ja, ja, ja. Hi, hi. Wow, bist du sicher, dass wir das gebrauchen können? Na, wenn du meinst, meinetwegen. Wir machen Sushi. Das Sushi ist fertig. Mann, sieht das lecker aus. Diese Sushi sieht wirklich fantastisch aus. Ah, Yumi, was führt dich zu dieser Stunde hierher? Halt, wer da? Wer? Ich? Tja, das ist eine lange Geschichte. Es begann alles damit, dass... Schluss mit dem Rauszögern. Du bist bestimmt eine Banditin, die Yume entführen will. Ich verstehe. Du bist also nur eine Freundin von Yume. Ich bin schon wieder so voreilig. Wenn das so ist, Ahina, dann möchte ich mich auf den Knien bei dir entschuldigen. Hey, Shogun, übertreib nicht so. Ach, was in aller Welt machst du da?
mach keine Sorge. Jeder macht mal Fehler. Das ist doch nicht schlimm. Mach dir keinen Kopf. Ach, wie gütig von dir. Mir zu verzeihen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Lady Aina. Schaugen ist manchmal echt ein hoffnungsloser Fall. Wir müssen jetzt dem Weißfuchs ein Opfer darbringen. Hm? Dem Weißfuchs ein Opfer darbringen? Wie meinst du das? Yume und ich wollen mit dem Sushi-Opfer den Zorn des Weißfuchses besänftigen. Das wollt ihr für mich tun? Yume, vielen Dank. Das ist sehr nett. Aber das brauchst du nicht. Ich muss es selbst lösen. Ich kann keine Hilfe akzeptieren. Freunde? Yume und du? Ihr seid meine Freunde? Ganz genau. Es kommt nicht in Frage, dass du das alleine versuchst. Wir gehen uns mit dir zusammen entschuldigen. Was? Ach, Kleine. Ich kann euch gar nicht genug danken. Wir müssen die Zeremonie vorbereiten. Kommt heute Nacht wieder. Ihr habt alles dabei? Fantastisch. Und Jogen, nachdem wir uns jetzt kennen, kommt bitte auch mal nach Hallo Hallo. wenn ich darf, nehme ich das Angebot gerne an. Also gut, Yume, bitte sehr. Cute. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Sushi. Dieses merkwürdige Gericht. Du hast als Sushi-Rezept. Das können wir auch selbst Sushi machen. Das ist ein Dankeschön für diese wundervolle Erfahrung. Ich muss aber leider zurück nach Hallo Hallo. Zu Hause werde ich herausfinden, welcher Kaffee und welches Dessert zu Sushi passen. Ich bin mal gespannt, ob wir verschiedene Sushi-Arten haben. Also, dass wir aus verschiedenem Fisch Sushi machen können. Das wäre eigentlich ganz cool. Opfere das Sushi. Gerne. Allerdings nur nachts. Ich gucke erstmal. Hi. Danke, dass du das für mich tust. Warten wir bis zum Abendbruch der Nacht und gehen dann bis zum Schreien des weißen Fuchses. Kitzene. So, sammeln wir noch ein bisschen was ein. Ja, was haben wir denn hier? Lotus-Samen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so viel kriegt man gar nicht für Lotus. Rein finanziell. Weizen. Weizen ist immer gut. So, Pfirsich. Oh, ist alles vertrocknet. Ganz toll. So. Wieder Reis. Und so irgendwas. Hallo, Schaugen. Ich freue mich, dass du dich für Wakashi interessierst. Aber warum studierst du Sushi? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selbst nicht. er wird es schon noch sehen. Er wird sich freuen, denke ich. Ja, ich bin mir sicher. Hoffentlich klappt das. Wobei, wenn das klappen würde, wäre die Quest hier irgendwie doch schon ziemlich schnell vorbei. Mal gucken, ob es noch Komplikationen geben wird. So, ich gucke erstmal wegen Sushi, ob wir da noch irgendwas benutzen können. Also, I mean, also anderen Fisch benutzen können. So ungefähr. Und um die Tiere muss ich mich auch noch kümmern. Ach du liebes Lieschen. Ich gucke erstmal. Oh, hast du Hunger? Bitteschön. Ja, Sushi. Okay, Thunfisch-Sushi, Meerbrassen-Sushi. Es gibt verschiedene Sushis. Und ich habe nichts davon, anscheinend. Okay, aber das wird doch schon mal was. Meerbrasse, Seebrasse. Also Prassen sind gut, Thunfisch, Grundel. Grundel habe ich aber doch, oder? Wartet mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, ein bisschen Platz machen. So. Reis. Reis bist du. Bist Reis? Wir gucken mal. Was habe ich denn noch so für Fischis? Hier. Rote Seebrassen. Oh Gott. Ich habe ganz viele rote Seebrassen. Ups. Dann machen wir es denen einfach mal, Sushi. Wie gut, dass ich das gesammelt habe. So, mal gucken, wie viel Geld wir dafür kriegen. Jetzt habe ich noch eine gute alte. Dadurch. So, hoffentlich kriege ich mir viel Geld dafür. Das wäre richtig nice. Aber das ist das Angeln auch mehr lohnen, auf jeden Fall. Wir schauen einfach mal. Oh, ist ganz nett, ne? Kann man machen. Bin ich ganz zufrieden mit. Ist auf jeden Fall gut. Wie sieht's denn hier aus? Ja, reiche Ernte, würde ich mal sagen. Sehr gut. Okay. Ja, die Folge ist, glaube ich, auch schon wieder rum. Ich muss auf jeden Fall noch mein Inventar ein bisschen aussortieren. Dann würde ich noch ein bisschen Zeug anbauen. Mich um das Feld kümmern, meine ich damit. Ein bisschen angeln. Ich glaube, angeln müssen wir ganz viel. Aber wir haben ja eigentlich
Futter im Kühlschrank? Just asking. Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Das hier mal rein? Nein, wir haben kein Futter im Kühlschrank. Ich dachte schon, das wäre so der Oberkill. Ne? Meine Tiere sind halb am Verhungern. Dabei ist der ganze Kühlschrank voll mit Futter und es schnallt einfach nicht. Das war weniger gut. Na gut. So, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Das heißt, Team Let's Play. Harvest Moon. Eine Welt. Bis zum nächsten Mal. Bye.